Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Divinity Original Sin. Mit dabei ist wieder Subjump. Hi ho. Und ich der Sam und wir sind weiter in dieser Stadt und laufen einfach mal weiter und gucken und erkunden noch ein bisschen. Und schauen mal, was wir so finden. Na, aktuell müssen wir erstmal nur rausfinden, was wir hier machen können. Ja. Willst du nach oben oder nach unten? Achso, redest du. Zeig mal, was hat der. Oh, er hat 18.000 Gold. Interessant. Aber er hat keine Zauberstäbe. Ernüchternd. Ich höre, hier klopft irgendwas. Bei dir klopft was? Was ist hier? So ein alter Rattenfänger. Oh, das ist ein Rattenfänger. Ach, hier ist dieser Rattenfinger. Ah ja. Rattenkätzchen, Ratten sind immer die Antwort. Es gibt kein Loch, das sie nicht finden können. Erzählt mir mehr über die versteckten Dorfbewohner. Warum suchen wir nach einem Zauberer? Was könnt ihr mir über die Ratten sagen? Erklärt, erzählt mir von der Ölmutter. Oh Gott. Kutilda. Ah, oh, die habe ich ja gesehen, oh. She doesn't tolerate failure any more than I tolerate a spring nymph stealing glimpses of me during bath time. Okay. Ja. Was ist die hier? Ah, nee, das ist Cordelia. Wo ist denn Kutilda gesehen? Gott, hier gibt es jedenfalls echt viele Leute, die man töten könnte, theoretisch. Ja, naja, ja, lass uns einfach weiter erkunden erstmal. Ja, hier ist irgend so ein Haus. Gehen wir da mal rein, oder? Können wir mal gucken, was da ist. Hoffen wir diese Bergkrieger. Die ist gut, Hilda. Direkt wo? Die Treppe, hier oben? Ja, die ist es. Ach, die ist das? Was haben wir denn hier? Another human in Hunter's Edge. State your business, well. Wir könnten ja sagen, wir sind Quäker hier, um das Land vor der Seuche der Makellosen zu befreien, aber... Ja, oder wollen wir lieber Makellose, die auf Silvertal geschickt wurden, euch unterstützen? Ich will Quäker sein, ich will vernichten. Okay. By the gold my goddess, I challenge you. Whoever would defile her name. Wir sind tot. Ach, Quatsch. Ich hoffe, du hast abgespeichert. And here I thought I'd clear this place of yours. So gut. Oh Gott. Und zwei davon sind nur als erstes dran. 444, wow. Wir sind tot, übrigens. 75. War das alles, Bitch? Autsch. Ach Mist, ich bin jetzt so spät dran. Das ist schlecht. Ja, das heißt, du machst deinen Kettenblitzer mit der Großteil, wie es irgendwie betäubt ist oder so. Ich weiß nicht, ob ich so viele Treppen werde, wenn ich einen Kettenblitz mache, weil die ja relativ weit weg steht. Ausprobieren. Okay. Ja, super. Ja, nur sie. Drei sind betäubt. Ja, nur sie nicht, das ist ein bisschen problematisch. Ja, sie ist aber erst später wieder dran. Oh, er hat sich verstärkt. Hinten machen sie ganz schön auf mich drauf und versuchen ständig mich zum Brennen zu bringen. Ist doch gut.
Also sie ist eigentlich das größte Problem. Eigentlich müssen wir versuchen, sie einzufrieren, irgendwie. Oh, ich könnte sie sogar treffen. Ach, ich könnte hier aber drei einfrieren. Ja, die sind eh betäubt. Aber außer der eine, der vor mir steht. Ja gut, oh, Ich das ist nur einer. probiere es so hier. Der ist ja fast tot, Was weißt du für den? Resistenzen hat die denn, die Olle? Ah, das ist eine gute Frage. Sie hat gegen alles eine kleinere Resistenz. Na ja. Also jetzt keine Vollresistenzen, aber. Mein Heidi kann ja den Jarl töten, der vor dir steht. Das dürfte nicht so ein Problem sein. Gucken, ob ich. Ist nicht eingefroren. Einer ist schon mal tot. Aber gegen Warum ich welche den Jarl Stadt? nicht getroffen habe, verstehe ich nicht, aber gut. Das ist echt ein Ritter. So, dann ist Heidi Ja. jetzt dran. Nice. Was? Wo ist denn der Fall hin abgeprallt? Ist er nirgends von denen abgeprallt? Oh, ich bin eingefroren. Wieso das denn? Ach, da ist noch ein, bei dir ist noch ein Zau Güson. Ich werde hier gerade von dreien beackert, ja. Das ist schlecht. Vor allem, da ich Die eingefroren bin. belebt einfach die wieder. Hey. Ist ja eine doofe Kuh. Das ist wirklich problematisch. Das heißt, wir müssen sie tatsächlich zuerst töten. Was? Ich habe zu viel zu tragen? Oh, ich Ja, bin wir gesch. sind in Konstitution gesenkt oder sowas. Ah, oh, scheiße. Alle Hauptattribute Alter! verringert. Noch hoch. Alter! 500 Schaden. Und noch geheilt, ey. Das gibt's einfach nicht. Wir haben guten Supporter. Holy shit. Wir haben gleich zwei Runden eingefroren. Das ist echt mies eigentlich. Ja. Gott, ich weiß gar nicht, was ich machen soll hier. Der gespeichert haben wir zwischendurch nicht, der ist so doof. Deswegen war es eigentlich eher die blödeste Entscheidung, das zu machen. Ja, ich hätte vorhin noch Du wolltest ja unbedingt mehr. kämpfen. Ja. Gegen dich sterben wir jetzt. Ja, das ist gut möglich. Kommt noch einer. Oh, es sind verdammt viele, das ist das Problem. Ja, das war mir irgendwie klar. Okay, wenigstens ist der tot. Das bringt uns aber nicht viel. Ja. Weil du bist jetzt auch tot. Jips. Oh, ich hab und bin tot. Ich bin ausgewichen und bin tot. Tja. Okay. Ja, gut. Sehr schön. Gute Arbeit. Ja, jetzt starten wir gleich von vorne. Yay! Jetzt ganze Spiel von vorne. Zum Glück haben wir hier kein Permadeath-System, also. Ja. Gut, dann wär man nie so weit gekommen. Das ist richtig, ja. Wo sind wir denn? Ach, hier sind wir. Natürlich. Natürlich sind wir Ach Gott. hier. Dann rennen wir Das ist halt. einfach normal, Sind wir da? weil. Ja, ist immer, so viel haben wir ja nicht erreicht. Ja, das Wir haben uns stimmt. eigentlich nur durch Gespräche geführt, haben ein Skelett in den Suizid getrieben. Wir hätten diese zwei getötet da. Naja, und die Typen haben wir noch getötet, ja, mein Gott. Laber, laber. Was? Laber. Und wer seid ihr? Laber. Laber. Handeln. Ihr den Scheiß verkaufen, den ich verkauft hatte. Ist der noch so gut? Ja, sehr schön. Hier gibt es eine Höhle, in die man rein könnte, anscheinend. Ja? Na dann, rein da. Gehen wir da einfach zuerst rein jetzt. Oder machen wir jetzt wenigstens was anderes einfach. Genau. Hat ja auch was. Wo bist du? Ja, hier, bin quasi nach oben Ach, du bist hier über weitergelaufen. die Brücke gegangen. Ja, genau. Ach, hier. Ach, da, wo so ein Karren liegt. Interessant. Ich bin verletzt. Oder ist das wie ein Anzeigebug? Möglich. Kurz mal Ja, aber man gucken. ist auch verletzt. Oh, Nee, ich kann okay. mich heilen. Sehr schön. Verlassener Tunnel. Rein Hey. da! Oh, hier ist überall Gift. Oh, man Und da kann zwei vorne ist ein. abbauen. Du sollst nicht weitergehen. Level 18.
Level fucking 18. Ja. Haben wir für Resistenzen auf die Viecher? Das könnten Menschen sein, die so von Pilzen berührt sind. Das erinnert mich dann hier an so Last of Us. Alter, die haben ja mega Resistenzen. Die sind gegen physische Angriffe nur schwach. Eieiei. Die sind gegen, selbst gegen Feuer sind sie nicht anfällig? Ja. Kannst du ja gleich selbst gucken. Dann mache ich mir jetzt mein Skelett hin und dann mache ich mich unsichtbar und du müsstest eventuell noch zu weit weg sein für sie. Nee, im Kampf bin ich schon drin. Ja, ja, aber du bist eventuell zu weit weg für ihre Reichweite. Ja gut, das ist, halt die ist halt mal die Frage, was für eine Reichweite die haben. Wir wissen ja nicht, welchen Angriff die haben. So. Verletzte Immun gegen Gift, das fängt also uns all die Angriffe jetzt ab. Das ist gut. Das ist extrem praktisch. Kannst du jetzt AP sparen einfach erstmal? Zumindest mit Heidi. Ich hab eh keine, ich komm eh nicht so weit. Ja, schicken. Ja, mit Heidi laufe ich einfach nur ein bisschen nach vorne. Ja. Ich brauche eine Giftspinne dazu. Wir müssen eigentlich ganz gut gewappnet sein für hier. Ah ja, sehr schön. Schön, dass ich in der Runde nicht mal dran bin. Aber Heidi war dran. Und nächste Runde bin ich angeblich als erster dran, aber ich bezweifle das. Guckst du drauf? Oh, kein Volltreffer, sehr schade. Ey, du hast ihn mal fast schon tot. Ja. Und das Skelett lacht. Also guck mal, ich bin nicht dran, erstaunlicherweise. Ja, ne? Damit hätte ich, wirklich gar nicht gerechnet. Ja, ich renne mal wieder weg. So. Schießen wieder. Ah, weiteres Skelett, sehr gut. Alle hauen auf dieses Skelett, das Skelett ist immer so übermächtig. Ja, vollkommen overpowered, ey. Achso, ich hatte. Ja, wir haben mal neu geladen. Ich möchte eigentlich mein Skelett dann holen. Wie teuer ist das eigentlich? Es kostet. Ah, es kostet 10, okay. Positioniere ich mich mal. Hier. Dann ist ein Schwertkämpfer dran, ein Mighty Schwertkämpfer. Ja, der macht jetzt dahin hier schon mal Platz. Oh, vergiftet ist aber niedlich. Ach, geht gar nicht. Geht so. Ist das denn eigentlich schon beschworen, dein Skelett? Oder ist es zu teuer gewesen? Nee, ich muss noch ein bisschen sparen. Oh, schade. Overpowered Skelett, ey. So lustig. Oh, jetzt kriegt er aber was ab. Naja, gut. Wir haben physische Angriff, das ist ein Trug. Jetzt kommt mein Skelett. Nice. Bin gespannt, wie es schlägt. Ja, erstmal sind sogar ich dran. Ich glaube, ich kümmere mich jetzt um die blöde Kackware hier. Und wie viel Schaden hast du? Ja, guck mal, das ist fast tot. Fast tot, ja. Jämmerlich. Jämmerlich. Oh, da ist jemand umgebracht, cool. Ja. Der ist sogar zu Staub geworden. So muss es sein. Ja. Und der ist getarnt. So wie es sich gehört. Ach Gott, diese kleinen Kitzelversuche. Ja, echt ey. Jetzt 5 Runden unsichtbar. Was? Ja. Absolut. Ich glaube, mein Skelett ist nicht so mehr tot. Aber die bringen gute Erfahrung. Ja, auf alle Fälle. Aber gleich kann dein Skelett loshauen. Jawohl. Ja, bin ich mal gespannt. Ja. Den Untote enthaupt er. Nice. 253, immerhin. Wow. Macht doppelt so viel wie meins. Aber das reicht leider nicht für noch einen Angriff. Ah, schade. Die Angriffe sind dafür sehr teuer, die kosten 5 AP. Ja, okay. Vielleicht, das mal aufhören hier. Die Pilze bemühen sich so vergebens.
Oh ja, Mann. Oh ja. Oh, geht mal weiter nach vorne. Oh, dein Skelett ist tot. Ja. 476 als kritischer Treffer. Trotzdem, so gut. Alter, 289. Wieder drauf. Und das war's. Das war's schon wieder. Nice. 7000. Wie, 7000 haben die gebracht? Ja. Heftig. Das ist wirklich krass, ja. Lauf nicht ins in die grüne Wolke rein. Weil? Ja, weil du sonst vergiftet wirst. Weil? Dann lauf einfach rein. Ja, wollte ich da auch sagen. Was machst du? Ja. Das bist du ja gar nicht reingelaufen. Nö. Langweiler. Das Skelett macht das schon. No. Das war ein Versuch wert. Ja. Ein jämmerlicher Versuch. Du hast alles gegeben, das ist das Einzige, was zählt. Das stimmt. Heutzutage wird man doch so erzogen. Zählt nur noch, dass es. Oh, ich habe ihn geheilt. Hm, sehr gut, das ist mehr für mein Skelett zu tun. Wollte ich auch gerade sagen, natürlich ist eine Challenge, ne? Also, ich bin dran. Ach, Mann. Kommt. Redet sie nicht so rum mit ihrem Pfeil? Na, reicht's jetzt? Sie ist zu weit entfernt. Na, machen wir so einen Standardangriff. Bei 5 Creature Treffer, 520. Sehr ja. Nice. Der Standardangriff von ihr haut echt rein, ey. Nice. So, also jetzt hätte ich gar nicht angegriffen eigentlich. Der Schaden war ja so lausig. Aber es ist schon explodiert. Und ich habe jetzt ein sprintendes Skelett. Und der hat gar nichts bewirkt. Wow. That was not very effective. War sowas von null effektiv. Ja. Ach, der Pilz kann ich sehen. Sehr gut. Das ist so gut, ey. Könnt ihr wirklich gegen alles Resistenzen. Eigentlich wird er fast von jedem Zauber außer Feuer geheilt. Yep. Oder gegen was? Ne, 100% heißt das auch gegen alles. Ist einfach krank. Oh, der Rauch schützt uns. Toll, Ziel ist unsichtbar. Aber nicht hier. Ah, okay, sehr gut. Vergiftet, jetzt wird er auch nicht nochmal draufhauen. Gibt eh keinen Zauber, den ich machen könnte. Na, wenn alle gerade in der Nähe stehen, dann mache ich das die Wiesen mal. Oh, das hat echt massiv Lebenskonto geholt. Ja, selbst ich habe fast 2000 Leben. Echt 2300 von 2700, das ist so krank. So, jetzt. Ja, ich finde halt nur schade, dass dieser Zauber so eine geringe Reichweite hat, deswegen da macht es meistens keinen Sinn einzusetzen. Schon mal. Sigurds Geisel. Da haben wir aber echt ein paar Sachen rausgehauen, ey. Oh, schade, ey. Nein! Was? Shit. Er ist tot. Resistenzen sind verringert. Wie niedrig sind die jetzt? Kannst du das sehen?
Kann ich mal gucken. Oh, er brennt jetzt, sehr schön. Oh, Feuer ist jetzt 90%. Ich kann ihn leider nicht treffen. Schade. Na, ich treffe ihn leider nicht. Guck, ob ich ihn treffe. Wahrscheinlich nicht, aber. Oh doch. Wow. Okay, ich würde sagen, ich beschwöre das Skelett einfach und alles gut. Oh Gott, diese Resistenzen, ey. Echt krank, ja. Das ist ja der das Grauen. Mit seinem Hackebeil, ey. Und Schiss. Sehr schön. Und noch explodiert zum Abschied. Well, smells like an infected foot. Wie ein entzündeter Fuß. Sehr schön. Haben wir es ja geschafft. Müssen wir heilen. Aber jetzt können wir erstmal speichern. Ja. Oh, Stab der Vorstellungskraft. Wieder mal spannend. Der Stab der Vorstellungskraft. Gewährt die Fähigkeit Blitz. Je. Körperstärkung, Konstitution ist auch nicht schlecht. Besser als den, den ich jetzt habe. Oh, nice. Er macht zwar jetzt wenig Schaden, aber das ist ja eh egal. Ja. Hat auch eine höhere Haltbarkeit. Ja, mein jetziger macht auch nur versteinert und geblendet. Also. Ja, na dann. Und der hier ist immerhin einzigartig. Der braucht schon legendär, wenn man einzigartige Sachen hat. Ja, hier ist irgendwas auf der Map. Verlassener Tunnel, ach so. Gut, ich würde sagen, an der Stelle können wir eigentlich die Folge erstmal beenden. Ja. Es ist schade, dass wir quasi diesen Kampf da verloren haben, aber mein Gott. Was passiert? Die Sackgasse oder was? Ja, sieht so aus. Ja, toll. Okay, schön. Tja, dann können wir. Ah, hier sind nochmal hoffentlich Leichen, immerhin. Gut, dann hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Cheerio. Ciao, ciao.